Mahlzeit, herzlich willkommen beim Ride Review Video Magazin und einem neuen Review meinerseits. Und heute reden wir über Steeplechase. Und es gibt viele Achterbahnen, die Steeplechase heißen, aber der Hürdenlauf, um den es jetzt geht, steht am Blackpool Pleasure Beach in England. Parkcheck dazu gibt es auch online. Es gibt auch ein Interview mit dem Chef vom Park, was super interessant geworden ist. Und was noch älter ist als die Videos zu Blackpool von uns, ist Steeplechase, denn diese Bahn steht seit 1977 im Park, beziehungsweise sind es sogar drei Achterbahnen nebeneinander. Es sind definitiv drei Counts, von denen mir einer fehlt. Die gelbe Seite fehlt mir. Wer die Vlogs gesehen hat, hat es auch mitbekommen. Die gelbe Seite war kurz auf, als wir da waren. Ich habe es auch gesehen, wir sind dran vorbeigelaufen, sind aber zum Interviewtermin gelaufen. Also guckt euch dieses Interview an, das kostete mich einen Count. Und dann wollte ich nicht, damit wir nicht zu spät kommen, weil ich auch nicht sehen konnte, wie voll es da ist und überhaupt, ne, man will ja dann pünktlich sein, bin ich da nicht eben reingelaufen, um das Ding zu counten und später war die Kackseite gelb wieder down und kaputt. Herzlichen Glückwunsch und wir waren mit dem Mitarbeiter vom Park da für den Onride und der konnte auch nichts mehr retten, das Ding lief halt nicht mehr. Gut, so viel zu meinem dramatischen Leben und diesen Katastrophen, die mir widerfahren. Aber weiter zu Steeplechase. Diese Achterbahn, beziehungsweise diese drei Achterbahnen in den Farben Rot, Grün und Gelb wurden 1977 von Aerodynamics gebaut und man sitzt auf Pferden und das mit maximal zwei Leuten hintereinander. Und dann war es das Ganze auch schon und dann halt die drei nebeneinander. Man startet auch gleichzeitig, denn es ist halt ein Pferderennen, ein Hürdenlauf, so heißt die Bahn ja auch. Und es gibt auch auf der Strecke dann Mauern, Gebüsche, wie man es halt von so einem Hürdenlauf von Pferden kennt. Es gibt zwei Lift-Hills mit Doppelkette. Links und rechts jeweils ist eine Kette und es ist quasi auch ein Monorail-Coaster, wobei auch das untere Rohr genutzt wird und da auch quasi das Upstop-Wheel super lang verlängert hingeht. Die Bahn hat diverse Kurven, Hügel, Airtime, Auf-, Abfahrten, hast du nicht gesehen und das hin und her ziemlich verworren. Und wie gesagt, auch mit zwei Lift-Hills als Racing-Coaster macht unfassbar Spaß, total einzigartig, unique, dieser Ride und wirklich ist, ich verstehe es nicht, aber ich habe es so hart abgefeiert, ich habe so Spaß gehabt auf den Ding und es macht einfach richtig, richtig Bock, die Bahn zu fahren, obwohl die nicht so groß und spektakulär ist, aber es ist halt was Besonderes und es hat wirklich Spaß gemacht, auch ausgeklammert, dass es so krass besonders ist, was aber zu diesen Besonderheiten auch noch dazu gehört, was halt auch richtig außergewöhnlich ist, aber auch also für Blackpool ist nicht, weil da ist das fast überall so. Die Bahn kreuzt auch diverse andere Achterbahnen. Man fährt zum Beispiel unter Nickelodeon Streak durch, man fährt unter Big One durch, über den Big Dipper und über und unter Icon ist man ebenfalls unterwegs. Und das ist auf jeden Fall schon ziemlich krass für eine Bahn, die einfach da so in eine Ecke gestellt wurde. Ja, und es ist auf jeden Fall einfach eine richtig geile Achterbahn. Und eine einmalige Achterbahn, denn es gibt nur Steeplechase in dieser Art und Weise auf der Welt zu fahren. Es gab aber auch einmal eine andere Achterbahn, die ist sogar ein Jahr älter gewesen. Da habe ich schon 1976 das Ganze eröffnet und leider 1996 bereits geschlossen. Und wir reden da von Knott's Berry Farm in den USA und Kalifornien. Dazu gibt es auch einen Parkcheck hier auf dem Kanal. Und dort stand ebenfalls eine Anlage von Aerodynamics vom Typ Steeplechase, hatte da aber nie Pferde drauf, war auch nicht dreispurig, sondern vier Spuren nebeneinander. Und von 1976 bis 1980 hieß das Ganze auch noch Cycle Chase und man saß auf Motorrädern. Und ist mit Motorrädern, ich glaube, das waren sogar zwei Wagen dann aneinander mit Motorrädern diese Strecke gefahren. Das Ganze ist auch kein Powered Coaster, nichts Gelaunchtes, sondern einfach echt auch Lift und Schwerkraft regelt. Und danach hat man das Ganze umthematisiert, Wacky Soapbox Racers, also die usseligen Seifenkistenrennen, was auch immer. Und dann waren halt so eine Art Seifenkisten da drauf, das sah ziemlich komisch aus. Also ihr könnt euch auf der RCDB ein paar Fotos angucken, das sieht irgendwie doof aus, irgendwie komisch. Und jetzt seit 1996 gibt es die Bahn da leider auch gar nicht mehr. Aber was wir schon, als wir in Blackpool waren, gehört haben von dem Mitarbeiter, der mit uns die Onrides gemacht hat, dass er nicht mehr wusste, welche Firma, aber eine Firma angekündigt hat, das ganze Ding neu aufzulegen. Und inzwischen ist das Ganze auch schon
bekannt gegeben worden. Das war dann auf der IAAPA in Orlando. Da wurde das Ganze dann quasi released und SNS Sansai, SNS Worldwide, wie auch immer ihr das Ganze nennen wollt, kennt ihr zum Beispiel von diesen ganzen Asthma-Türmen und sonstigen Kram. Oder die Firma, die es verkackt hat, den Ringrace ans Laufen zu bringen. Ja, und die werden diesen oder wollen diesen oder können diesen Aero-Klassiker wieder neu auflegen. Komplett natürlich geupdatet mit aktuellster, neuester Technologie. Unter anderem, man ist bei Steeplechase nur mit einem kleinen Gurt gesichert. Da gibt es dann Lab-Bars bei S&S, was es dann auch zulässt, dass dann Kids ab 1,10 Meter Körpergröße mitfahren können. Auf der Homepage, was man da als Beispiel schon zeigt, ist dann auch eine nur zweispurige Anlage, das aber als Möbius. Heißt in dem Fall, es wäre auch quasi nur ein Count, weil ihr fahrt in einer Fahrt auch beide Seiten und es ist ein durchgehender Schienenstrang. Ich habe vor 100.000 Jahren mal ein Video zu Möbius Coastern gemacht, das könnt ihr euch mal angucken. Wenn das so kacke ist, ich habe es jetzt selber noch nicht gesehen, sollte man es vielleicht nochmal neu machen, weil das einige irgendwie nicht kennen, nicht verstehen, wie auch immer. Und dann wird dann auch da nochmal spezifisch darauf eingegangen oder das wird beworben, dass es nicht nur Pferdchen sein müssen, sondern du kannst da quasi alles draus machen und man hat dann einen Jason ausgestellt mit dem Dinosaurier, wo du auf den Dinosaurier reiten kannst. Das kann man, glaube ich, auch ziemlich cool gestalten. Es ist eine Bahn, die bietet halt auch echt viele Möglichkeiten, meiner Meinung nach, wo du dann echt so ein immersives, interaktives Komplett-Paket-Themenwelt-Ding machen kannst, wenn du entsprechend thematisierte Jason hast und diese schmale Schiene, die du dann in eine Themenwelt mit einbauen kannst. Also es ist ein Ding, das hat auf jeden Fall meiner Meinung nach sehr viel Potenzial. Muss man nur halt als europäischer Park wissen, ob man Bock hat, sich eine S&S-Achterbahn in den Park zu stellen, die es noch nicht mal hier und da schaffen, dass die Schienen sich beim Schienenschluss auch treffen. Aber wozu gibt es dann große Flaschenzüge und Stahlketten? Da kriegt man halt alles so hingebogen, dass es auch passt. Aber kein Hate gegen S&S, die wissen auch schon, was sie tun, das ist alles auch in Ordnung. Und ansonsten war es das zu Steeplechase, würde ich sagen. Onride dazu findet ihr auf dem Kanal und den Vlog aus Blackpool, das Interview, zieht euch das alles rein. Parkvorstellungen gibt es auch. Und bevor wir durch sind, möchte ich mich noch bei den Kanalmitgliedern bedanken. Zum Beispiel Special Agent Fox Mulder, der auch 300 Milliarden Jahre schon am Start ist. René Grün und Kirmesfilm World. Vielen Dank für eure Kanalmitgliedschaft. Vielen Dank auch an alle anderen Kanalmitglieder. Vielen Dank an alle Patreons oder Leute, die uns sonst irgendwie unterstützen oder den feinsten Zwirn tragen und bei uns im Shop was gekauft haben. Alle Links findet ihr in der Videobeschreibung. Achtung, Werbung. Und ansonsten war es das jetzt von mir. Ich bin raus. Ihr seid die coolsten. Euer Brofis Ride Review, Videomagazin. Peace.